Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auf den sozialen Netzwerken geht's momentan eine Spekulation rum, die sehr interessant ist. Das werden wir uns heute anschauen, was uns Rockstar Games in GTA 5 eventuell mit diesen Hinweisen sagen möchte. Vorerst schaut in die Beschreibung oder in den Kommentaren, dort ist mein Link zu meinem Partner JG Gaming. Dort könnt ihr wirklich sehr, sehr günstig GTA Online Dollar kaufen und habt gar keine Geldprobleme mehr in GTA 5 Online. Und mit meinem Code GTA16 bekommt ihr nochmal 10% Rabatt auf die schon vorhandenen billigen Preise. Zudem abonniert diesen Kanal, um nichts mehr in Bezug auf GTA 6 zu verpassen und folgt mir auf Instagram, dort heiße ich GTA63. Aber kommen wir zu den besagten Hinweisen, die uns Rockstar Games eventuell in GTA 5 aufzeigt, was wir in GTA 6 erwarten können. In GTA 5 finden wir ein Schild und darauf steht Six Figure Thames. Und genau das hier ist ein Unternehmen, die mit Drogen zu tun hat. Besser gesagt, es ist ein Drogenunternehmen. Und auf ihrer Website, wenn man drauf geht, macht man eine sehr merkwürdige Entdeckung. Denn dort steht, ob man nach Südamerika oder Zentralamerika reisen möchte. Und was sagen denn die Leaks, Leute, in Bezug auf GTA 6, dass wir in Südamerika bzw. Zentralamerika spielen werden? Das Interessante hierbei ist auch noch, dass genau das hier von Adios Airlines gesponsert wurde, was Puerto Rico Airlines ist. Man sieht hier, die ganzen Leaks, die wir gehört haben in Bezug auf GTA 6, sind in GTA 5 auch nochmal vorhanden, die extra von Rockstar Games eingebaut worden sind. Zudem kam mit dem neuen DLC ja auch verschiedene Zwischensequenzen, wo auch darüber gesprochen wird. Denn hier steht Six Figure Check Everyone und Let's Make It Happen. Auf Deutsch gesagt, Six Figure Check Jeder und Lass es wahr werden. Die Frage ist, was will Rockstar Games uns eventuell damit sagen? Vielleicht kann es so sein, dass wir mit diesem Unternehmen in GTA 6 zu tun haben werden, dass wir für diese Firma arbeiten werden oder später sogar der Boss der Firma sein werden. Ja, dass wir dann das Drogengeschäft leiten für das Unternehmen und dann mit diesem Unternehmen auch unsere Geschäfte erledigen werden. Denn wie gesagt, in GTA 6 werden wir mit Drogen zu tun haben und das könnte ein Hinweis sein von Rockstar Games, denn wie gesagt, sie haben es ja in GTA 5 so eingebaut. Wäre auf jeden Fall sehr interessant, wenn wir das Geschäft hier, dieses Unternehmen leiten würden und wie gesagt später dann auch noch der Boss sein könnten, denn das würde auf jeden Fall einen heftigen Feeling herbeiführen, dass wir dann das Drogengeschäft über ein Unternehmen leiten könnten. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Orte Südamerika und Zentralamerika mit den Leaks übereinstimmen, die wir in der Vergangenheit schon des Öfteren besprochen haben, ja? Und das Unternehmen hat mit Drogen zu tun und GTA 6 wird ja auch mit Drogen zu tun haben werden. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr denkt, dass Rockstar Games uns hier etwas hinweisen möchte, dass wir mit diesem Unternehmen in GTA 6 zu tun haben werden oder denkt ihr, es ist einfach nur ein reiner Zufall. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, lasst uns diskutieren und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, tschüss.